Ich eröffne unsere heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstätten gegen TASV Eisenach. Endstand 27:20, Halbzeit 12:11. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer. Trainer vom TASV Eisenach, Gennady Kaleppo, Geschäftsführer vom TASV Eisenach, Carsten Wöhler, und unseren Geschäftsführer Wolfgang Schrobel. Herr Kaleppo, Ihr Fazit zum Spiel. Nehmen wir das. Guten Abend. Mein Fazit, ja, ist nicht gut natürlich. Ja. Wir verloren hier. Das ist auch verdient. Dann Glückwunsch nochmal nach Balingen zum verdienten Sieg. Ja, bei uns ist erste Halbzeit war in Ordnung. Zweite Hälfte natürlich. Wir haben auch mit so viele technische Fehler und Abschluss, freie Bälle, viele verschossen. Das ist besonders bei dem Anfang, wo wir waren noch ein, zwei Tore dran, und das ist, war hintereinander drei Bälle verschossen. Das natürlich auch macht uns ja kaputt natürlich. Ja. Und das ist mit diesem Druck, dass wir können auch nicht Stand weitermachen. Und das natürlich auch noch Vasilakis und Biom uns auch ein bisschen lebensschwer gemacht in unserer Abwehr. Ja gut. Nochmal Glückwunsch. Wir natürlich versuchen wir jetzt natürlich aufstecken in der schwierigen Situation, weil bei uns schon dann kommt jetzt auch Hammergegner. Jetzt nächstes Spiel, wir spielen gegen Rhein-Neckar Löwen. Ja, aber wir versuchen immer noch, ja, wenn wir dann ein, zwei Chancen oder Prozent haben, immer noch, ja, um die letzte Strohhalm zu halten, sagen wir so, ja. Aber Glückwunsch nochmal und danke. Vielen Dank. Frank, dann darf ich auch dich um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank für die Analyse. Vielen Dank an die Mannschaft, und ich habe mich extrem gefreut für die Mannschaft und auch ums Umfeld. Ich weiß, dass wir momentan natürlich alle mitgefiebert haben, dass wir das heute erfolgreich gestalten. Am Anfang hat Eisenach genau das Spiel gespielt, was wir erwartet haben und wo wir uns wirklich auch schwer getan haben. Sie haben unglaublich gut den Ball laufen lassen, haben lange Angriffe gespielt und immer gewartet, bis einer ihrer Schützen in der Wurfposition war. Da hat man schon unsere Probleme gehabt, und das war auch das, wofür wir ein bisschen Respekt auch hatten. Im Angriff haben wir uns gegen die sehr kompakte Deckung schwer getan. Das ist defensiv sehr kompakt gestanden, und wir haben dann versucht, mit einer 5-1 ein bisschen den Spielfluss zu stören. Ich glaube, das war eine gute Maßnahme. Dadurch haben wir einfach auch einen oder anderen Ballgewinn gehabt. Und haben dann eine Phase gehabt in der Überzahl, wo wir eigentlich schon hätten ein bisschen wegziehen müssen. Haben wir mal dann die klaren Chancen, die wir uns erarbeitet haben, nicht genutzt. Und war natürlich auch in der Halbzeit dann nicht dementsprechend die Stimmung, aber dann ist die Mannschaft aus der Halbzeit rausgekommen, und das war sensationell. Und Alex habe ich wirklich hier noch nicht so gesehen, so spritzig, so zielgenau, wie es heute der Fall war. Der Ball ist gut gelaufen. Wir haben in der Rückzugsphase gut gearbeitet. Die Mannschaft war wirklich bereit, immer wieder in der Abwehr den zweiten, dritten Schritt zu gehen. Wir haben endlich mal die Abpraller geholt, und Peter war ganz anders da. Er hat am Anfang ja Schwierigkeiten gehabt mit den Würfen außerhalb von 9 Meter, und freue mich sehr für alle Beteiligten. Vielen Dank. Herr Wöhler, dann darf ich auch Sie um Ihr Fazit zum Spiel bitten, auch unter dem Aspekt, wie schwierig das jetzt noch euer Restprogramm ist. Ja, schönen guten Abend auch von mir, und auch herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg am Ende. Also ich kann, ich sag mal, von der Einstellung und vom Kampf her auch wenig sagen. Also ich fand, dass wir, wie gesagt, bis zum Ende versucht haben, haben gekämpft. Das Ergebnis ist auch irgendwo ein Stück weit zu hoch, finde ich. Und bis zum 21:17 war auch, ich sag mal, noch keine Entscheidung getroffen. Also wir halten das Spiel relativ lange offen, und am Ende halt gehen wir dann ein Stück weit unter den letzten Minuten. Deswegen ist das Ergebnis mit 7 Toren für mich ein bisschen hoch. Klar, Böhm und Vasilakis, wir hatten Vasilakis auch nicht auf dem Schirm, glaube ich. Der hat ja letztes Spiel nicht gespielt. Kommt heute und, trifft, hat glaube ich 80% Trefferquote, hat getroffen, wie er wollte. Ja, natürlich ist das für uns jetzt natürlich bitter, aber wie der Trainer eben auch schon gesagt hat, es geht weiter. Es gibt, solange wir noch zu spielen haben und ein Punkt nur aufzuholen ist, werden wir natürlich bis zum Schluss, Ende der Saison, alles dafür geben.
Eventuell reichen dieses Jahr schon 12 oder 13 Punkte zum Klassenerhalt, aufgrund des schweren Restprogramms von uns oder auch vom Bergischen HC. Ich glaube, dass Barling mit dem Sieg heute und mit dem Kampf und mit der Atmosphäre hier, ich sag mal, gegen Bergischen HC zu Hause endgültig einen Sack zumachen wird. Also ich denke, dass Barling, klar, ist noch nicht gespielt, aber die werden das schaffen. Und am Ende geht es jetzt noch um Bergischen HC oder um Eisenach. Und ja, da werden wir halt bis zum Schluss alles dafür tun. Das ist klar. Und dann werden wir eben schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Herr Böhler, vielen Dank. Wolfgang, dann darf ich auch dich um dein Statement zum Spiel bitten. Du hast im Vorfeld ein richtiges Kampfspiel erwartet. Und jetzt haben wir gerade mal bei beiden Mannschaften insgesamt 5 Zeitstrafen. Wie hast du das Spiel gesehen? Na, ich glaube, zum Spiel selber ist schon relativ viel und auch Richtiges gesagt worden. Es war über die kompletten 60 Minuten war so, dass wir meistens einen Tick vorne waren, aber schon in der ersten Halbzeit hätten höher führen können und das aber nicht geschafft haben, auch durch einfache Fehler in der zweiten Halbzeit dann sehr, sehr gut rausgekommen. Und im Endeffekt ist vielleicht wirklich ein Tick zu hoch ausgegangen, ja, das muss man auch sagen. Aber wir nehmen es natürlich gerne mit. Mich freut es unheimlich für Frank, für Icky und für die Jungs auch, wie sie sich jetzt nochmal gelohnt haben für dieses Spiel. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man gegen Kiel einen Punkt geholt hat zu Hause und jeder erwartet, dass man dann 10 Tage später im direkten Duell gegen Eisenach dann auch gewinnt und auch oder klar gewinnt, sondern ja, das ist keine Selbstverständlichkeit und das hat die Mannschaft aber schon sofort nach dem Kiel-Spiel sehr professionell gemacht, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert haben eine sehr, sehr gute Trainingswoche auch hingelegt, sehr fokussiert gewesen und das hat man auch dann heute gesehen und gab vielleicht heute auch den Ausschlag, dass wirklich alle präsent waren und unbedingt diese beiden Punkte wollten und die Stimmung und alles, was drumherum dazu beigetragen hat, war natürlich heute sensationell. Ich glaube, wir hätten heute sehr, sehr viel mehr Karten verkaufen können bei den Anfragen, die da waren in den letzten Wochen oder sogar noch Stunden kurz vorm Spiel. Die Fans waren schon unheimlich früh da und haben dann wirklich auch eine sensationelle Stimmung gemacht und die Mannschaft ein Stück weit auch getragen und auch da nochmal vielen herzlichen Dank und Glückwunsch an die Mannschaft. Vielen Dank. Soweit die 4 Verantwortlichen. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein und da wir heute keine Halbzeitergebnisse hatten oder haben, wir waren das einzige Spiel, möchte ich die heutige Pressekonferenz beenden. Wünsche Eisenach alles Gute, gute Heimfahrt. Ich glaube, dass der HBW alles dafür tut, gegen BHC die 2 Punkte zu holen. Vielleicht hilft es euch. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum Ende der Saison.